Herzlich willkommen zum Nachbericht des Spiels des Karlsruher SC bei Fortuna Düsseldorf. Was der KSC mit 3:2 verloren hat. Erste Hälfte. Da ging Düsseldorf bereits nach 9 Minuten durch ein Eigentor von Philipp Heise mit 1:0 in Führung. Danach hatte Düsseldorf die besseren Chancen, war die bessere Mannschaft. Doch der Karlsruher SC glich dann durch Marvin Wanicek zum 1:1 aus. Zu diesem Zeitpunkt etwas überraschend. Ab danach wurde der KSC ein wenig besser und es ging mit am Ende leistungsgerecht mit 1:1 in die Kabine. Zweite Hälfte. Da hatte Düsseldorf den besseren Start und ging durch HR mit 2:1 in Führung. Danach war Düsseldorf wieder besser, vom KSC kam relativ wenig. Und Khaled Naray machte letztendlich dann das 3:1 für die Fortuna. Vom KSC kam in der zweiten Hälfte relativ wenig. Und so blieb es letztendlich beim völlig verdienten 3:1 für Düsseldorf. Somit fährt der KSC heute mit 0 Punkten wieder nach Hause. Eine enttäuschende zweite Halbzeit vom KSC. Somit hat man es heute auch nicht verdient, Punkte einzufahren. Die Niederlage ist kein Beinbruch, aber sie war vermeidbar. Dann bleibt nur noch für mich euch noch ein schönen Abend und ein schönes Wochenende zu wünschen und bis zum nächsten Mal.